Hallo liebe OV-Freunde, heute waren wir bei der Veranstaltung Wir in Goldenstedt. Flüchtlinge haben Einwegkameras ihren Alltag dokumentiert und das nun ausgestellt und heute war die Eröffnung. Ja, also die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich hier zusammen mit Marie in unseren Winterferien von der Uni zusammen Fotos für den Neujahrsempfang rausgesucht habe und das alles eigentlich Fotos waren, die wir gemacht hatten bei den ganzen Projekten und wir uns dann gedacht haben, dass man das ja eigentlich ganz schön auch einfach mal ja, aus einer anderen Perspektive sehen könnte. Genau. Dann hat Gesa angefangen, alle anzuschreiben, ob wir nicht Lust hätten mitzumachen. Und ich glaube, da haben sich ganz schnell viele Leute gefunden. Oh ja. Das erste war Einwegkameras bestellen und dann verteilen, erklären, wie die funktionieren und dann nach 2 Wochen wieder einsammeln. Und die Fotos haben wir dann gedruckt und dann haben wir uns zum Basteln getroffen und dann sind diese wunderschönen Plakate hier erschienen. Ja, genau. Und die sind alle ganz unterschiedlich. Einmal Familie, Spaziergang, nur Baby, Freunde treffen. Alles dabei, also der ganze Alltag einfach einmal dargestellt. Ich bin super zufrieden mit dem Verlauf. Es waren tolle Begegnungen, tolle Gespräche. Es sind neue Ideen gekommen, wie man die Integration vorantreiben kann. Also ich bin rundum zufrieden.